Ich möchte gerne einladen, dass wir miteinander das Thema Ego anschauen. Auch wenn ich jetzt sozusagen den Vortrag halte, aber es lebt davon, dass jeder wirklich mitgeht und das, was ich sage, als Anregung nimmt, bei sich selber nachspürt. Wie ist das bei mir? Ist es anders oder erkenne ich mich wieder? Was auch eine gute Grundlage ist, vielleicht nachher für den Austausch. Was ich anschauen wollte zum Thema Ego ist, was ist Ego überhaupt? Wie ist es beschaffen? Was hat es für Bestandteile? Wo kommt das Ego her? In welchen Formen tritt es in Erscheinung? Wo im Leben, welche Blüten treibt es so? Und dann natürlich, wie kann ich frei werden von den unheilsamen Aspekten des Ego? Weil um die Befreiung letztendlich geht es uns ja. Darum sind wir ja alle hier. Um einen Weg zu üben, wirklich freie Menschen zu werden. Die erste edle Wahrheit, die Wahrheit vom Leiden, kennen wir alle. Da gibt es ganz viele Formen, wie das Leiden uns immer wieder mal packt und erwischt und in uns manifest wird. Und ganz viel kommt einfach aus unserem Geist, aus Geistesformationen, die uns eben leiden lassen. Bei der Vorbereitung zu dem Vortrag habe ich in einem Buch gelesen, dass unsere normale Geistesverfassung eigentlich mehr oder weniger eine Gestörtheit ist. Ich fand das erstmal eine sehr heftige Formulierung. Dachte ich, boah, kannst du das überhaupt bringen in dem Vortrag? Aber ich habe mich dann entschlossen, das doch wirklich so zu formulieren, weil es oft vielleicht besser auf den Punkt bringt. Diese Gestörtheit, das sind einfach Täuschungen über die Wirklichkeit, oft falsche Wahrnehmungen, Wahrnehmungen, die einfach nicht der Wirklichkeit entsprechen oder überhaupt nur wenig Wahrnehmung von dem, was um uns herum ist, in unseren Beziehungen, in unserer Umwelt. Ja, und diese Gestörtheit, ich nenne es nochmal so, die hat zwei Aspekte. Einmal so einen individuellen Aspekt, wirklich so in uns persönlich. Das kennen wir alle. Wenn wir einfach neben der Spur sind, einfach nicht wirklich, wirklich da sind, auf eine Art reagieren, die nicht angemessen ist. Wo wir uns hinterher oft fragen, warum habe ich das jetzt so oder so gesagt oder getan? Das ist der individuelle Aspekt. Und es gibt den kollektiven Aspekt dieser Gestörtheit, das, was bis zum Wahnsinn reichen kann, wo ganze Gruppen, Völker, Religionen auf eine Art agieren, die sehr unheilsam ist. Und das alles kommt eben aus dieser tiefsitzenden Täuschung über die Wirklichkeit. Jetzt sagen manche spirituellen Lehren, lass einfach die Angst los, lass die Begierde los, werd einfach frei. Aber das ist natürlich nicht so einfach, das wissen wir. Wir haben vielleicht den Wunsch, ein guter Mensch zu werden. Den haben wir sicherlich, den Wunsch, wollen wir alle werden. Aber das kann scheitern und wird scheitern, wenn da nicht ein tiefgreifender Bewusstseinswandel damit verbunden ist. Weil allein dieser Wunsch kann schon ein Teil dieser Gestörtheit sein. Weil sich dahinter nämlich so eine ganz subtile Form von Gier, von verbergen kann, von einem etwas haben wollen, irgendwie sein wollen, auch von so einem Selbstbild, was vielleicht gar nicht stimmt. Also muss man wirklich tiefer ansetzen. Wobei ein Wunsch natürlich eine Motivation sein kann, ganz klar. Das ist damit nicht gemeint. Aber wir werden nicht dadurch gut, indem wir versuchen, ein guter Mensch zu sein, sondern nur dadurch, dass wir die Samen der Güte, das, was in uns liegt, zum Leben erwecken, die begießen. Und da passiert eben dieser Bewusstseinswandel. Ja, und dieses Grundmuster dieser Gestörtheit, das kann man als Ego bezeichnen. Es ist eine Geistesformation, wie es einfach viele gibt, aber eben eine sehr massive. Und ich nehme dieses Wort Ego jetzt einfach mal als Begriff für diesen Komplex. Grundlage des Ego ist immer Identifikation mit ganz verschiedenen Dingen und Bereichen. Es kann eine Identifikation mit physischen, materiellen Dingen sein. Es kann eine Identifikation mit dem Körper sein. Es kann eine Identifikation mit Gedanken sein. Schauen wir uns die dreimal genauer an. Das erste ist die Identifikation mit Dingen, mit Sachen, mit materiellen Gütern. Kennen wir bestimmt auch. Dieses Muster,
ich will das und das haben, dann bin ich glücklich. Und man macht und tut und bemüht sich und schaut, dass man es bekommt und will es unbedingt haben. Und wir kennen sicher alle mehr oder weniger, dann hat man es, dann ist es kurze Zeit ganz schön, aber man ist doch nicht wirklich satt. Man will mehr, man will wieder was anderes, man will wieder was Neues. Es ist immer so ein Zwang zur Wiederholung dabei. Wir werden nie glücklich sein durch dieses Begehren von Dingen. Einfach dadurch, dass wir uns identifizieren mit diesem Ding, dass wir sagen, ich bin ein guter Mensch oder ich fühle mich wohl, wenn ich das habe. Und das ist eben eins dieser Spielarten des Ego, dass es uns das einflüstert. Was nicht heißt, dass wir jetzt alle Dinge verachten sollen. Die haben ihren Sinn hier in unserem Leben, unbedingt. Die nützen uns, die können auch schön sein. Wir können uns daran freuen. Das ist wunderbar. Der Punkt ist immer die Identifikation. Steckt da diese Gier dahinter, dieses haben wollen. Und wirklich würdigen können wir die Dinge ja nur, wenn wir sie nicht benutzen in diesem Versuch, unser Selbstbild vollständig zu machen. Sondern einfach, indem wir sie Dinge sein lassen und uns nicht daran binden. Und wie können wir das erkennen, dass wir uns identifizieren? Weil das kommt oft in ganz subtiler Art und Weise daher, in vielen, vielen kleinen Situationen. Wenn wir über eine Sache nachdenken oder der Geist sich damit beschäftigt, mit diesem Ding, was jetzt da wir haben wollen, immer schauen, sind das so Gedanken wie mir, mich, mein. Das ist oft so ein Hinweis, dass da das Ego wieder am Werke ist und doch vielleicht versucht, unser Selbstgefühl damit zu erhöhen. Habe ich so ein Gefühl von Überlegenheit, von Bedeutung durch etwas. Statussymbole, das große Haus, das große Auto. Oder auf dem anderen Ende auch dieser Groll, diese Wut, etwas nicht zu haben oder sich nicht leisten zu können. Genauso eine Spielart davon. Eben dieses nicht frei sein, sondern verhaftet sein mit Dingen, mit Gegenständen. Und in diesem Bereich der Identifikation gibt es auch noch eine ganz nette Falle, die das Ego gerne stellt. Man könnte ja den Versuch unternehmen und sagen, ich mache mich frei, ich habe keinen Besitz mehr, ich brauche gar nichts mehr, ich will nichts mehr. Und dann bin ich ein freier Mensch. Dann habe ich mein Ego überwunden, dann habe ich kein Problem mehr. Ganz große Falle, die dieses Ego da stellt. Weil dadurch identifiziere ich mich eben mit dem Nichthaben und hafte daran. Und ja, da landet man automatisch wieder beim mittleren Weg, den der Buddha uns angeboten hat, ihn zu gehen. Eben die Dinge Dinge sein zu lassen, sie als das sehen, was sie sind, Dinge, die uns nützen, die uns freuen, aber uns niemals dran klammern. Und das können wir tagtäglich üben, in allen Situationen. Zweiter Bereich der Identifikation ist Identifikation mit dem Körper. Und gerade bei uns im Westen passiert ganz viel Identifikation mit dem Körper. Es gibt da diese ganzen Schönheitsideale, Stärke, Schönheit und wer schön und stark und gut aussehend und braun gebräunt, was auch immer ist, der ist halt ein toller Mensch, der ist wertvoll. Ist oft so ein Denken. Und es wird auch viel Bemühungen unternommen, dieses Bild möglichst lang aufrechtzuerhalten. Wisst ihr alle. Aber die Realität ist einfach, dass unser Körper was ist, was für eine gewisse Zeitspanne in der Form da ist und auch im ständigen Verfall unterliegt. Das merkt man einfach, wenn wir älter werden. Also diese Illusion, das immer aufrechterhalten zu wollen, ist einfach nicht real. Und trotzdem wird es immer wieder versucht, weil das Ego uns dazu zwingt oder glaubt, so kann ich mein Selbstbild aufrechterhalten. So bin ich ein toller, guter, wertvoller Mensch. Und treibt uns immer wieder dazu, unseren Körper da oft künstlich in irgendeine Form zu bringen. Und hier ist es wie mit den Dingen. Auch da geht es darum, unseren Körper wertzuschätzen, ihn gut zu pflegen, ihn deswegen nicht schlecht zu behandeln. Drückt sich auch in unseren 5 Silas sehr schön aus. Speziell im 5. gute Nahrung zu uns zu nehmen.
und gut zu versorgen, den Körper, weil er dient uns, er ist unser Fahrzeug in dieser Manifestation, so wie wir hier leben. Aber uns eben nicht daran binden, es akzeptieren, wenn manches nicht mehr so gut funktioniert, wenn ich vielleicht nicht mehr so gut laufen kann oder wenn ich vielleicht nicht mehr so gut sehe. Es ist einfach ein natürlicher Prozess. Und es hat nichts damit zu tun mit meinem innersten Kern, mit meinem tiefsten Wesen. Auch da hat das Ego so eine nette Variante auf Lager. Nicht diese Identifikation durch die Stärke und die Schönheit, sondern auch die Identifikation mit Kranksein, mit Behinderung. Kann genauso eine Identifikation sein, sich selbst eine Bedeutung und einen Wert zu geben durch eine Krankheit, die man eben hat, oder eine Behinderung. Und auch daran zu haften. Ja. Der dritte Bereich, wo unser Ego uns gerne packt und erwischt, ist die Identifikation mit den Gedanken. Es ist letztendlich die Basis vom Ego, dass es Gedanken produziert, die aus irgendwelchen Quellen gespeist werden, aber nie aus einer Wahrnehmung, die der Wirklichkeit entspricht. Das sind immer geistige Konstrukte. Wenn ich mich halt zu 100% mit diesen konstruierten Gedanken identifiziere und sage, so ist es und so bin ich und so weiter, ja, dann halte ich diese Gedanken für mich, für dieses Ich. Also da haben wir dann den Ego-Geist in Reinkultur. Gedanken haben oft so Bestandteile von Ich. In Erinnerungen, als Meinung, als ein Standpunkt, als eine Empfindung. Reaktion, da ist immer dieses Ich dabei. Ich finde aber, oder damals war es so, oder mein Standpunkt ist, dass etwas so und so ist. Kommt oft aus unbewussten Mustern, aus unserem Speicherbewusstsein. Irgendwelche Samen, die da liegen, die dann in der entsprechenden Situation wieder aufgehen. Da ist immer wieder dieses Ich dabei. Und es ist einfach immer gefährlich, wenn das unbewusst passiert. Wenn ich einfach nur reagiere aus diesem alten, gespeicherten Muster. Ja, Tai drückt es immer so schön aus, die CDs, die immer wieder abspielen. Ihr wisst es. Und die spielen so oder so. Aber der Punkt ist, sich bewusst zu sein, dass sie spielen. Und sich nicht damit, oder zu lernen, sich nicht damit zu identifizieren. Sondern es immer mehr zu erkennen. Und auch da gilt, das Denken ist schon in Ordnung. Denken ist nicht per se schlecht. Wir müssen denken. Denken ist ein wunderbares Werkzeug, in der Welt zu sein, so in dieser Manifestation, Zusammenhänge zu erkennen und Dinge zu lernen, weiter zu werden. Das sind unsere Gedanken, unser Geist ist da unser Werkzeug. Ganz wunderbar. Gefährlich wird es nur, wenn wir daran kleben. Wenn wir unsere Gedanken für die einzig wahre Wirklichkeit halten. Und da sorgt das Ego immer wieder dafür. Das Ego identifiziert sich also letztendlich immer mit Formen. Ob es physische Formen sind, Gedankenformen, Körper. Und es kommt aus einer Verwechslung. Das Ego verwechselt oder das Ego entsteht, wenn dieses grundsätzliche Gefühl des Seins, des Menschseins, des Lebens, des Daseins mit diesen Formen verwechselt wird. Weil dieses grundsätzliche Leben, dieses grundsätzliche Dasein ist eigentlich formlos. Das ist letztendlich, wenn man tiefer reinschaut, eben dieser große Lebensstrom, dieser große Lebensprozess, wo wir alle immer nur Manifestationen sind davon. Und das Ego guckt dann nur auf diese Form, auf diese Manifestation und sagt, das ist es, das ist alles. Und identifiziert sich damit. Und da kommt eben die Illusion des Getrenntseins her. Wir erleben uns als getrennte Ichs, als getrennte Erscheinungsformen. Und die Wirklichkeit ist eben eine andere. Tai spricht ja immer so schön vom Intersein, von diesem ganz tiefen Verwobensein von allem mit allem. Auf dieser Ebene der letztendlichen Wirklichkeit, wo alles einen gemeinsamen Boden hat, eine gemeinsame Energie ist, die alles hervorbringt. Und das ist das, was das Ego eben ausblendet. Da will es nichts wissen davon. Man könnte sagen, letztendlich ist es nicht so,
dass man sich definiert über ich bin dies oder ich bin das, sondern man kommt der Wahrheit viel näher, wenn man sagt, ich bin. Punkt. Es gibt immer wieder mal Lebenssituationen, wo diese Formen, mit denen man sich identifiziert hat, zerfallen. Oft sehr schnell, sehr drastisch. Und es kann passieren, manchmal, dass da dann dieses wirkliche Sein auch frei wird, weil das Ego dann einfach mit zerfällt. Es hat dann einfach keine Chance mehr, sich an irgendwas zu haften. Es merkt, es geht einfach mit kaputt. Aber das muss auch nicht der Fall sein. Drum, man kann sowas nicht erzwingen, eben durch dieses, wie ich das Beispiel gesagt habe, mit den Dingen, einfach zu sagen, ich löse mich von allen Dingen, ich habe nichts mehr, ich brauche nichts mehr. Weil das Ego ist da wirklich sehr fantasievoll. Das flüchtet sich gleich wieder in ein neues mentales Gebilde und sucht sich eine neue Form. Das ist immer eine schlechte Wahl, aber das Ego ist, so wie es konstruiert ist, immer aus auf diese Identifikation, auf dieses Anhaften an etwas. Es ist einfach so eine geistige Formation, die da am Wirken ist. Und es kämpft auf die Art ständig ums Überleben. Das fühlt sich immer bedroht von diesem weiten Raum, der entsteht, wenn man über dieses enge, begrenzte Ich mal rausschaut. Wobei das dann letztendlich auch der Weg ist, um das Ego zu transformieren. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Interessant ist auch, dass diese Ego-Konstrukte, ich sag's mal so, die bestehen aus zweierlei. Einmal aus dem Inhalt und einmal aus so einer Struktur. So ein bestimmtes Muster, so ein Muster zu agieren. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass der Inhalt von diesem Ego, dass der ständig wechselt. Aber die Struktur, dieses Grundmuster, also eigentlich der Kern des Egos, was eben diese Identifikation und dieses Gefühl von Trennung ist, dass das immer das Gleiche bleibt. So ein nettes Beispiel gelesen, so von einem Kind, dem man Spielzeug wegnimmt, es hat sich völlig identifiziert mit dem Spielzeug und man nimmt es ihm weg und es ist todtraurig und schreit und weint und das ist alles ganz schrecklich. Das Spielzeug ist die Form. Die Struktur ist dieses an diesem Spielzeug haften und dann furchtbar schreien und weinen, wenn man es ihm wegnimmt. Und später sind es dann vielleicht größere Dinge, wo mir irgendwas weggenommen wird, weil ich vielleicht mein Haus verliere oder was auch immer, größere Dinge. Dann reagiere ich genau auf die gleiche Art. Ich schrei und wein und zeter und klag das Leben an, wie böse es zu mir ist und das Schicksal und Gott und alles. Es ist immer das gleiche strukturelle Muster, was sich nur immer andere Spielwiesen sucht. Und dazu braucht das Ego immer das Gegenüber. Es braucht immer diese Trennung. So, ich und da ist der andere. Und den anderen eben nicht sehend als auch eine Manifestation von diesem gleichen Lebensprozess, sondern immer als was einen eher bedroht oder wo man sich dann vergleicht. So, der andere ist besser wie ich, den beneide ich, oder schlechter wie ich, komm auf den herabschauen, stolz. Diese ganzen Konstrukte, die dann da entstehen. Bis hin, dass man den anderen wirklich als Feind sieht. Das ist dann so die Extremform. Ich habe mich dann gefragt, so vieles an uns Menschen funktioniert ja so wunderbar. Der Körper, wie der funktioniert, finde ich immer wieder ein Wunderwerk. Auch dieser ganze Lebensprozess, wie wir geboren werden, wie wir wachsen, wie wir Dinge lernen, ist eigentlich eine tolle Sache. Wo kommt dann eigentlich dieses verquere Konstrukt her, diese Struktur, die da sich in uns bildet? Und ich habe dabei eben gesehen, dass es immer mit mehr oder weniger tiefsitzenden Verletzungen zu tun hat, die oft schon ganz früh angelegt werden. Vielleicht bekommen wir es auch schon von Eltern mit, eben diese ganzen Samen, die in unserem Speicherbewusstsein sitzen. Diese ganzen Unheilsamen, diese gespeicherten Wunden, Situationen, mit denen wir vielleicht als Kind nicht klargekommen sind, die wir einfach irgendwo hinschieben mussten, unheimlich schmerzhaft sind. Und die werden dann wachgerufen in bestimmten Situationen. Und dadurch wird eben dann diese Schutzreaktion provoziert, weil man will das Leiden nicht nochmal erleben. Wir wollen ja alle glücklich sein, wissen wir ja. Keiner will leiden. Und dann gibt es da diesen Auslöser, dieses Gegenüber, und dann sage ich, der ist schuld, dass es mir jetzt so schlecht geht.
Und es kann einfach dann besonders passieren, wenn ich eben nicht noch nie die Erfahrung gemacht habe oder überhaupt mal mit so einem Gedanken in Berührung gekommen bin, dass das nur die Oberfläche des Lebens ist. Dass ich und du und den anderen und die ganzen Dinge gibt. Sondern dass es darunter eben diese Basis gibt, diese letztendliche Wirklichkeit, diesen Lebensstrom, der alles trägt. Dadurch sehe ich dann nur die Oberfläche. Ja, und so ist das Ego eben so ein Konstrukt aus Gedanken, aus Emotionen, aus Erinnerungen, meine Geschichte, aus Rollen. Das ist noch so ein ganz eigener Bereich. Kollektive Identifikationen gibt's auch. Das müssen nicht nur die persönlichen Dinge sein. Nationalität, Rasse, Religion, Parteien. Das hat das Ego gern. Und natürlich die persönlichen Identifikationen. Selbstbilder. Jetzt treffen immer wieder mal Egos aufeinander und schaukeln sich dann gerne wunderbar hoch, weil eben das Ego sich gerne provoziert fühlt vom anderen. Wir kommunizieren oft nicht direkt miteinander, sondern da ist immer mehr oder weniger so ein Anteil dabei, wo das Ego uns was einflüstert und in das, was jetzt der andere zum Beispiel sagt oder tut, Dinge reininterpretiert. Und dem eine ganz andere Färbung gibt, wie es vielleicht wirklich ist. Da passieren ganz leicht diese ganz schnellen Reaktionen, wo eben dann das Ego zurückschießt und dann schaukelt sich's auf. Immer den höchsten Konflikt. Das ist eine ganz schöne Übung, auch mal nicht zu reagieren. Auch wenn es ganz schwer ist. Mal zu schauen, was passiert. Einfach mal dem die Nahrung zu entziehen, weil diese Egos, die füttern sich gegenseitig, die brauchen das andere, die brauchen dieses scheinbar getrennte Gegenüber. Weil letztendlich, das fand ich auch eine ganz interessante Formulierung, die ich gefunden habe, dass das Ego nichts Persönliches ist. Da bin ich erstmal gestutzt drüber. Ich denke, Ego ist doch das Persönlichste schlechthin. Nee, das ist wirklich so ein ganz kollektives Grundmuster. Was sich natürlich diese verschiedenen Formen raussucht, aber die Struktur, die ist im Prinzip immer die gleiche. Und wenn man das mal erkennt, dann muss man immer drauf reagieren. Zwanghaft reagieren. Dann kann man vielleicht eher nach und nach so einen Schwenk machen Richtung hin zu mehr Mitgefühl. Das zu verstehen, den anderen zu sehen. Ah, da ist jetzt dem sein Ego-Geist am Wirken. Und die Muster, auf die wir am meisten reagieren bei anderen, das sind ja die in uns auch angelegt sind. Und die haben alle nichts zu tun mit unserem wirklichen Wesenskern, mit unserem tiefsten Sein. Und darum müssen wir schauen, dass wir sie immer wieder identifizieren, immer wieder genau hinschauen. Was läuft da ab? Weil wenn ich es genau erkenne, dann wird diese Wahrnehmung, dass etwas auch in mir ist, was der andere sozusagen in mir auslöst, dann wird das keine Bedrohung mehr sein für Selbstgefühl. Weil das ist es ja oft, wenn ich erkenne, oh, ich wäre da ganz wütend oder ich reagiere auf eine unmögliche Art. Ich kann frei werden dadurch, dass ich es erkenne. Und dann bedroht es mich nicht mehr länger. Was auch noch so ein Ausdruck des Ego ist, was man fast täglich im Radio hören kann, in den Nachrichten, ist der Kampf gegen Punkt, Punkt, Punkt. Kampf gegen Drogen, Kampf gegen Verbrechen, Kampf gegen den Terror, sogar Kampf gegen den Hunger. Und wenn man mal genauer anguckt, kommt das genauso aus diesem Ego-Geist. Da gibt es auch dieses Gegenüber, den Feind. Weil wenn es kein Feind wäre, müsste man es ja nicht bekämpfen. Und das bindet, denke ich mir, ganz viel Energie, dass ich sowas nicht als Aufgabe sehe und als Feld, wo man was tun muss, sondern als Feind, der zu bekämpfen ist. Ich denke, dass das die Energien nicht in der Art fördert oder stärkt, wie es eigentlich notwendig wäre. Aber auch daran haben wieder diese Trennung, die das Ego so gerne hat. Die Rollenspiele, auch so ein Spielart des Ego. Immer wenn wir uns vergleichen mit anderen, da ist das Ego am Werk. Da gibt's so diese Rolle, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich kann alles. Da steht oft auch so eine Angst dahinter, Angst nicht gut genug zu sein. Oder auf der anderen Seite die Rolle, ich bin der Versager, ich kann gar nichts. Das ist oft so ein versteckter Wunsch,
besser zu sein, besser als andere zu sein. Oder auch die Rolle des Opfers. Dieses ungerecht behandelt fühlen vom Leben, vom Schicksal, vom Gott, vom Partner. Auch dadurch versucht das Ego das Selbstbild zu stärken. Ich bin das Opfer. Oder auch die Rolle, die man gerne spielt zu Beginn von Beziehungen. Wo so ein Muster kommt, ja, ich spiele jetzt erstmal die Rolle, wo ich glaube, dass du dir von mir wünschst, und ich möchte aber auch, dass du die Rolle spielst, die ich mir jetzt da wünsche, und das funktioniert auch immer eine Weile ganz gut. So diese Phase des Verliebtseins. Aber im Grunde ist es ja enorm anstrengend, diese Rolle immer zu spielen. Enorm kraftraubend. Und irgendwann schafft man es nicht mehr auf Dauer. Und irgendwann fällt die Rolle weg. Und was wir dann sehen beim anderen, ist leider nicht unbedingt das wahre Wesen, sein Wesenskern, sondern eben nur dieses mehr oder weniger nackte Ego mit seinem ganzen Verlangen, was nicht erfüllt werden kann, weil es irgendwas erwartet und was haben will vom anderen und dadurch eben frustriert ist. Und sich verlieben, schreibt er, ist oft nur eine Intensivierung der Sehnsüchte des Ego. Ich finde das auch sprachlich ganz interessant, verlieben. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil die ganzen Worte, die mit ver anfangen, verlaufen, vergessen, verhungern, die bedeuten alle nichts Gutes, bloß verlieben soll was Gutes sein. Da habe ich schon oft ein bisschen Zweifel gehabt. Das hat mir jetzt zwar noch etwas klarer gemacht. Der Eckhart Tolle, also ich habe viel aus dem Buch vom Eckhart Tolle, wenn das interessiert, kann ich gerne noch was erzählen dazu, der hat das sehr exakt beschrieben. Er nennt das Ego einfach eine kollektive Funktionsstörung. Ganz brutal. Und im Grunde, wenn man sich damit beschäftigt, muss man sagen, ja, er hat recht. Aber es ist eben nichts Persönliches, das Ego. Es ist eben so ein kollektives Grundmuster. Darum ist es wichtig, dass man das nicht persönlich nimmt. Nie, nie. Das ist die Übung. Niemand ist im Unrecht. Statt Kampf brauchen wir immer das Mitgefühl. Dazu möchte ich gern vom Thai einen kurzen Abschnitt lesen. Unser Bewusstsein erschafft, konstruiert und imaginiert alle möglichen Dinge. Diese konstruierte Natur zerschneidet die Wirklichkeit in getrennte Stücke. Dies ist verschieden von jenem, ich bin nicht du. Ihre Funktion ist das Unterscheiden. Selbst und andere, innen und außen, kommen und gehen, Geburt und Tod. Wir neigen dazu, unser Leben im Licht konstruierter Abbilder zu leben, die unsere Verblendung noch vergrößern und unsere Gewohnheitsenergien bestimmen. Mit dieser Art des Unterscheidens, Vorstellens und Konstruierens gießen wir tagtäglich die Samen der Verblendung in unserem Bewusstsein und erschaffen das Elend des Samsara, den Teufelskreis von Leiden und Verblendung. Wir selbst erschaffen die Hölle. Erfüllte Natur bedeutet, die Dinge im Lichte des Interseins zu sehen, so zu leben, dass wir das Eine im Vielen und das Viele im Einen sehen können und zu erkennen, dass es keine Geburt und keinen Tod, kein Kommen und kein Gehen gibt. Wenn wir auf diese Weise zu sehen lernen, wird uns die wunderbare Welt der Soheit nach und nach enthüllt. Und das Tor zur Befreiung tut sich auf. Sind wir in der Lage, die erfüllte Natur der Wirklichkeit zu berühren, können wir das Tor der Weisheit öffnen und uns in der Welt der Soheit einrichten, frei von aller Verblendung und jedwedem Leiden. Und diese Veränderung, diese Transformation, die passiert immer nur im Hier und Jetzt. In jedem Moment haben wir immer wieder die Chance, es zu erkennen, anzuschauen und Stück für Stück langsam, langsam zu verändern. Manchmal erst in der Rückschau. Oft reagieren wir auf eine bestimmte Art, eben durchs Ego gesteuert. Und merken es erst hinterher. Aber wenn wir es hinterher merken, dann ist es ein großartiger Erfolg. Weil dann ist die Unbewusstheit schon rausgenommen. Dann können wir uns das angucken. Das nächste Mal werden wir es schon früher merken. Immer früher. Und bis wir an dem Punkt sind, dass wir vielleicht gar nicht mehr reagieren müssen, sondern einfach die Dinge sehen, wie sie sind. Das Gegenüber, was uns vielleicht provoziert, dann nicht sofort reagieren, sondern ruhig bleiben. Und dann ist die Transformation wirklich durch. Dieses Gefühl von Ich ist schon wichtig für unsere Alltagswirklichkeit. Jetzt im Gegensatz zum Ego. Also das Ego ist jetzt in dem Kontext wirklich mal bezeichnet, diese verquere, diese gestörte Wahrnehmung, die getrennt ist von der Wirklichkeit.
Das heißt nicht, dass man das Ich völlig loslassen soll, völlig aufgeben. Das Ich ist sehr hilfreich in unserem Alltagsleben. Wenn wir nicht Ich und Du sagen könnten, ich glaube, es wäre sehr schwierig. Aber es ist eben ein richtiges und wertvolles Instrument für unser Alltagsleben, für die Alltagswirklichkeit. Aber eben nur ohne diese Identifikation. Immer in dem Bewusstsein, dass dieses Ich der Robert und ich der Thomas und dieses Madeleine-Ich, dass die alle Manifestationen von diesem einen großen Lebensstrom sind. Muss man sich immer wieder daran erinnern. Wann kann diese Identifikation und diese Trennung, die das Ego immer wieder produziert, nach und nach entfallen? Ja, und so wären wir letztendlich frei von diesen unheilsamen Aspekten, die das Ego uns injiziert. Wenn wir immer versuchen, durch diese Präsenz, durch diese aufmerksame Präsenz in jeder Situation, in unserem ganzen Leben letztendlich, dass wir immer wieder gucken, wo spiele ich jetzt eine Rolle oder wo kommt jetzt wieder irgendein Muster auf, wo ich vielleicht auf eine Art reagiere, die ganz unangemessen ist. Und das ist eigentlich der größte Gegenspieler des Egos. Diese Präsenz, diese achtsame Aufmerksamkeit in der Gegenwart. Das Ego hängt immer gern in der Vergangenheit und in der Zukunft rum. Und dadurch entzieht man denen den Nährboden, wie man ganz wach und klar in der Gegenwart ist. Also muss man auch hier keinen Kampf anfangen mit dem Ego, Gottes Willen. Der Weg ist diese Präsenz, dieses aufmerksame Dasein. Akzeptieren, was ist. Loslassen. Unsere schöne Formel, Ai Wei. Es ist, wie es ist. Ich mag es immer wieder gern. Aber auch hier nicht in die Passivität verfallen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern bewusstes Handeln aus dem präsenten, aufmerksamen Wahrnehmen von dem, was da ist. So gut es uns möglich ist. Wir sind ja alle auf dem Weg. Und dann gelingt es wieder mal gar nicht, aber ist egal. Wenn wir es hinterher reflektieren und merken, dann passt der Weg absolut. Und tief in die Natur von diesen Mustern zu schauen, von diesen Reaktionen. Letztendlich, wenn wir tief schauen, sind es immer Samen in uns selbst, die uns dann da leiden lassen. Das ist nie der andere. Jetzt der Karl immer so schön ausgedrückt, wenn er mit dem Finger auf den anderen zeigt, zeigt mit drei auf sich selbst. Finde ich immer sehr schön. Nein, wir müssen uns um unsere Verletzungen kümmern, diese alten. Auch die immer wieder anschauen, wenn sie kommen. Weil das Glück ist nichts Individuelles. Ich kann nicht allein für mich glücklich werden. Das ist ein gemeinsamer Prozess, den wir alle miteinander gehen müssen. Und wir sind auf dem Weg, wo wir viele, viele Instrumente kennen und auch anwenden können. Wie wir besser kommunizieren können, wie wir auch Ärger und Wut auf eine Art und Weise ausdrücken können, die den anderen nicht provoziert. Wir können so Mitgefühl stärken für den anderen. Wie sagt der Thai, wir können nur einen Fehler machen, wenn wir vergessen, dass der andere leidet. Wenn wir nur glauben, wir leiden, dann sind wir auf der falschen Spur. Und wenn wir dieses eigene Ich, meine Dinger einfach mal auf die Seite legen, mal wirklich nur beim anderen sein, ganz wichtig. Und immer tief reinschauen in diese Unbeständigkeit und Interaktion von diesem Lebensprozess. Da ist nichts fest. Es ist ständige Verwandlung, ständige Veränderung. Und da dürfen wir nicht aufhören, das immer wieder anzuschauen. Und so können wir vielleicht einen Schritt weiterkommen. Irgendwann mehr und mehr oder ganz freier Mensch zu sein. Vielen Dank für eure aufmerksame Präsenz.